Herzlich willkommen zur nächsten und auch gleichzeitig letzten Streckenvorstellung von ja, uns, dem Formel 1 Talkers. Der Leon hat ja leider letztes Mal vergessen, die Streckenvorstellung für den großen Preis von Abu Dhabi zu machen. Aber dafür mache ich jetzt wieder die Streckenvorstellung von Sao Paulo. Ja, und ich lade mal kurz hier ein Setup einfach mal, obwohl es eigentlich völlig egal ist. Weil ich möchte euch eigentlich bloß einmal die Strecke zeigen. Und dafür gehen wir jetzt raus auf die Strecke. Ich habe einfach mal hier das Zeitfahren ausgewählt. So, und ja gut, hier ist noch meine Einstellung von meinem Karrieremodus jetzt drin. Hier haben wir also die lange Start- und Zielgeraden. Und ab hier in Turn 1. Gefolgt sofort von Turn 2. Oh, Zeitstrafe diese Runde. Ob ich damit leben kann, ich weiß es nicht. Hier geht es hier zu der Gegengeraden, kann man doch schon sagen. Und hier jetzt hoch den Berg. Wo ja, glaube ich, der gute Adrian Sutil, glaube ich, wann war es? 2007, glaube ich, war es ja. In Force India. Hier kollidiert es, als er von Schreck ab kann. Und hier kommen wir zu den engen Geschlängel. Wo man wahrscheinlich hier etwas Kehrs einsetzen wird, natürlich auf der Gegengerade, die ich gerade vergessen habe, da zu zeigen nochmal. So, und dann geht es hier im Teil gebremst. Und da wird das meiste Kehrs eigentlich hier auf der Geraden eingesetzt. Und auch hier auf der Geraden, ungefähr ab dieser Stelle hier, seht ihr, ich habe es auch schon mal aufgemacht, ist das DRS auch aktiviert. Und ja, gut. Das war schon eine Runde in Sao Paulo. Also die gerade doch ziemlich lang. Und ich kann hier nochmal, hier ungefähr wird wohl etwas Kehrs eingesetzt werden. Und ja, ich glaube 4,3 Kilometer sollten das sein. Und ja, knapp 70 Runden werden gefahren jetzt am Wochenende. Zeiten im freien Training lagen vorhin bei 1:13:13, das sind die Bestzeit. Und ja, ich denke mal, wir können gespannt sein, wie das letzte Rennen in der Saison sein wird. Wie gesagt, es ist ja noch jetzt ein Rennen, es ist das letzte Rennen der Formel 1 Saison. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch die Strecke etwas erklären. Also, ich weiß gerade noch ein bisschen mehr abgelenkt, aber okay, gut. Also, wir haben eben halt die 2 Geraden und das enge Geschlänge, sage ich mal, den Mittelteil. Und ja, das war es von der letzten Streckenvorstellung von dieser Formel 1 Saison 2011. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Streckenvorstellung, denn eben halt bei der Formel 1 Saison 2012. Und bis dahin sage ich einfach mal, ciao, ciao!